Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. So, ich wollte dieses Rennen hier nochmal fahren, denn beim letzten Mal sind wir da nur Dritter geworden. Das reicht mir definitiv nicht. Da will ich noch mehr rausholen, mindestens den zweiten Platz. Also, testen wir mal, ob wir das Ganze schaffen. Und fahren nochmal eine Runde hier, dieses behinderte Rennen mit diesem behinderten Intro, ey. Ich frage mich echt, warum die Intros so komisch machen. 1,30 ist meine Bestleistung, die müssen wir überbieten. Dann bekommen wir ein paar zusätzliche Speedpoints. Wie zum Teufel kann man die Kurve so blöd vollstellen mit Müll? Alter Falter. Wieso habe ich eigentlich noch kein Nitro? Das hier ist der... Moment mal, hier schalte ich aber kein Nitro frei bei dem Rennen, habe ich gerade gesehen. Ey, was ist denn hier passiert? Moment mal, nee, los. Ja, komm, wir machen direkt mal nicht verlassen. Doch, Event verlassen. Nee, neuer... Nein, neuer Versuch. Komm, ich will jetzt meinen Versuch machen. Aber was ist denn... Ja, Mittel. Wieso mache ich hier Mittel? Ich habe noch gar kein Nitro. Hä? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Na egal, ich fahre einfach jetzt nochmal eine Runde und dann... Schauen wir im nächsten Part weiter. Im nächsten Part dann... Hä? Wie komme ich da drauf? Dann fahren wir, gucken wir danach weiter. Und dann fahre ich danach mal das leichte Rennen hier mit der Karre. Warum fange ich mit dem mittleren an? Der gibt wenig Sinn. Naja, Wurst. Hau doch ab, du Scheißkeiler. Die Bullerei ist nur den anderen auf den Fersen und kickt die auch mal schön aus dem Weg. Das ist nett. Mr. Polizei 1 Slam Takedown. Jawohl, meine Damen und Herren. Dem Polizisten haben wir es damit ordentlich gezeigt. Und der Vollidiot, da fährt voll gegen den Dingens. Gegen diesen Posten, was auch immer. Ja, hier ist halt so scheiße an der Stelle mit dem Springen. Wir sind Dritter, gar nicht mal so scheiße. Komm, 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 da geht noch was, da geht noch was. Jawohl. Jawohl, das war ordentlich. Da habe ich beide überholt und einen davon gefickt. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich diese Führung auch behalte. Normalerweise ist es ja so, wenn man einmal in Führung ist, dann schafft man es auch, es sei denn, es passiert sowas. Na super, klasse. Ah, super, und das einem Kilometer vor dem Ziel. Aber, meine Damen und Herren, ich überhole den Kollegen wieder. Kick ihn noch einmal weg. Jetzt muss ich nur noch die Kurve hier ordentlich hinbekommen. Ja, besser wie beim... Was war das denn? Alter! Ja, so ein Fuck-Scheiß hier. Boah, jetzt kommen sie mal alle gar! Allesamt! Kommen sie hier nochmal! Ah, fuck, ich wollte den nochmal einmal ausschalten. Egal, sind wir nochmal Dritter geworden. Haben aber die Bestzeit überboten, die ich da vorher irgendwann mal gesetzt hatte. 31 Speedpoints brauchen wir noch bis zum Rennen, zum nächsten. Schlecht. Ah, da hatten wir ja letztes Mal schon, wo ich mich aufgeregt habe, dass die da in so einer scheiß Position ein... rausfahren lassen aus dem Rennen. In der Fluchtphase labern wir nicht, die sind noch direkt hinter mir. Alter, wie fährt der Babsack da denn? Leck fett, Alter. Komm, wir fahren die mal rechts in dieses geile Gebiet da rein. Boah, so. Er hat die Straße verlassen. Jetzt wird's gefährlich, jetzt wird's gefährlich. Aber es ist immer noch jeder hinter mir. Achtung, schalte Verdächtigen mit Pit aus, over. Mit was schaltet er mich aus? Mit Pit? Was denn Pit? Hat mir nicht schon mal gesagt? Ich dachte, hat mich schon mal gesagt. Hab ich gesagt, ich kenne nur einen Chip. Aber egal. Nice Drift. Wow. Wow. Aber diesmal habe ich es ausnahmsweise mal funktioniert, noch auszuweichen. Normalerweise funktioniert es ja nicht. So, räumen wir hier mal alles von der Straße. Und auch schade ist, dass in den Verfolgungen kein Schaden mehr gibt hier. Wie hieß das damals? Bei dem guten alten Need for Speed Most Wanted Umgebungsschaden oder so. Nee. Sachschaden? Noch keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es das ja. Wenn man irgendwas zerstört hat, ist der Schaden gestiegen. Egal ob gegnerisches Polizeiauto oder irgendwelche sonstigen Sachen. Der Karrier lässt sich gut fahren eigentlich. Ja, aber sei denn, biegt dann da einer ab. Verdammte Axt. Ja, jetzt sind sie auch wieder direkt hinter mir, die Babsäcke da, ey. Scheiß Polizei. Oh! Klar! Alter, der hat mich nur an der Seite getroffen. Wieso ist das ein Takedown? Seit wann ist das denn ein Takedown hier? Das ist ja mal scheiße. Ich lasse mir erstmal die Karre reparieren hier.
und direkt mal voll in die Eisen gehen. Und einen schönen... Ah, oh, was ist das für einer? Der sieht doch, dass ich von der Seite komme. Brettert da voll in mich rein, Alter. Ich muss die Karre gerade nochmal reparieren lassen, ey. Da stand ein Auto. Das haben wir noch gar nicht entdeckt. Dann holen wir uns das doch mal, oder? Das war mal nicht auf der Map markiert, aber da stand schon irgendwas von Lexars 94. Doch, den haben wir ja schon gefunden. Oh, wie behindert. Egal, dann hauen wir einfach mit dem ab. Dem habe ich ja auch noch kein Nitro. Ich habe ja mit kaum Autos irgendwie Nitro. Ah, ich wollte ihn noch kaputt hauen. Verdammte Scheiße hier, ey. Ich mache mir ein bisschen Rallye und hauen den Kollegen da ab. Den Polizisten. Auch genannt. Zack! War wie kein Takedown! Und das auch nicht! Leck! Was soll das denn? Wieso ist da nichts ein Takedown? Oh, hier geht's hoch. Treppen hochfahren. Und Treppen wieder runterfahren. Was ist das hier denn für ein komisches Teil? Ah! Alter, wie viele Autos stehen hier rum? Aber die gehören uns ja alle schon. Die habe ich ja alle schon mir gesichert. Komm, wir steigen mal oben in den Ford Focus. Das ist eine geilere Karre, wie dieser Porsche. Boah. Hersteller und Modell des neuen Wagens. Hersteller ist Ford und Modell auch. So. Das gibt's gar nicht, ey. So viele Unfälle, wie man diesem fucking Spiel baut, das gibt's einfach nicht. Wahnsinn. Mal gucken, ob das hier eine neue Reklametafel ist. Keine Ahnung. Doch, war eine neue. 26 habe ich jetzt insgesamt von 156. Alter. Ich wechsle mal hier auf die schöne Seite des Lebens. Hier auf die richtige Fahrbahn. Boah. Alter. Ah, dann hau doch ab. Fahr doch. Fahr doch. Das gibt's doch gar nicht. Naja, dann sind wir eben wieder erwischt worden zum gefühlt 100.000. Mal und jetzt fahre ich hier. Was war da noch? Ein Wagen. Hä? Ein neuer Wagen? Was ist das denn für eine Karre? Was ist das für ein Auto? Hä? Wo habe ich die denn gefunden? Bin ich jetzt gerade etwas verwirrt? Wo habe ich diese Karre her? Jetzt muss ich aber echt noch ein Rennen machen. Jetzt habe ich in dem Party ja gar nichts geleistet. Die sieht doch mal nice aus. Ich habe zwar vergessen, wo ich sie her habe, aber... Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Irgendwer weiß es bestimmt, wo ich die Karre habe. Nice, ey. Also direkt auch mal testen hier mit einem Crash. Ich denke, das seid ihr ja gewohnt. Ich teste ja immer die Autos zuerst mal. Mit einem Crash. Alter Falter. Was ist das für ein Auto hier, ey? Auf 100 schon. Nice. Oh, ich sehe gerade, da unten haben wir sogar einen Kilometerzähler. Wie viele Kilometer wir mit den einzelnen Autos schon gefahren sind. Mit hier dem logischerweise noch nicht viel, weil wir gerade erst zum ersten Mal eingestiegen sind in die Karosse. Das war eng. Dann fahren wir mal zu dem 6 Kilometer entfernten Rennen und schauen uns das mal an. Und würde ich sagen, machen wir die Platte und uns die Nitrobrenner mit. Das ist doch eine gute Sache. Hier bin ich. Ne, bin ich gar nicht falsch. Ich doch richtig. Das Navi hat mich nur mal wieder auf die falsche Fährte locken wollen. Aber Navis sind zum Glück, sind Navis in echt zuverlässiger als die Dinger hier. Scheiße. Und zum Glück fahre ich in echt auch besser wie hier. Das ist nämlich auch ein entscheidender Vorteil. Aber ohne Navi ist schon manchmal ein bisschen blöd. Auch als wir zum ersten Mal ins Kaufland fahren wollten, das haben wir nicht gefunden ohne Navi. Also das Kaufland in Trier, wo wir einkaufen gehen. Gut, dass mein Mitbewohner da so ein super Handy hat, im Gegensatz zu mir, auf dem auch ein Navi drauf ist. Deswegen haben wir zum Glück mit Hilfe des Navis dann auch das Kaufland gefunden. Und zur Gamescom sind wir mit Navi gefahren und nach Hause wieder. Also ab und zu braucht man so ein Navi eben auch mal.
Deswegen ist auch gut, dass die Dinger jetzt mittlerweile auf jedem Handy drauf sind, auf jedem neuen, auf meinem nicht. Meins ist aber auch gefühlt 100 Jahre alt und hat 1 Euro gekostet. Ne, damals hat mehr gekostet, aber heute willst du das niemand mehr kaufen, selbst für 10 Cent nicht, so alt ist das. Aber dafür klaut das niemand, es geht nicht kaputt und ich kann damit anrufen. Und das ist ja wohl die Hauptsache. Oh, das Ding fährt ganz schön schnell hier, muss man mal sagen. Na klar, kurz vor dem Rennen. Kann ich das Rennen vielleicht trotzdem starten? Ich versuch's einfach mal. Ah, geil. Oh, was? Russische Rakete? Was ist das denn? Den Cops im Marussia B2 entkommen. Ui, cool. Wie geil. Ich wusste zwar, dass das Achievement gibt, aber ich wusste gar nicht, dass wir gerade diese Karre jetzt spielen. Das war auch mal geil. Ja, wie awesome. Mega, würde ich doch mal sagen. Mega. So, 5 Blacklist-Fahrer warten ja nur noch auf uns. Das heißt, die Hälfte des Spiels habe ich damit hinter mich gebracht. So circa, kann man sagen. Und jetzt gilt es nur noch, weitere Rennen zu gewinnen, weitere Speed Points zu ergattern. Und zum Schluss bei 1 Million Speed Points, was laber ich denn? Bei 1 Million Speed Points dann den letzten von der Most Wanted Liste zu plätten. Ein Takedown nach dem anderen, meine Damen und Herren. So muss das aussehen. Und der ist auch drauf gegangen. Jetzt habe ich ja schon fast das ganze Feld einmal ausgeschaltet. Es gibt ja das Achievement, jeden einmal zu blätten in einem Rennen, jeden einmal mit einem Takedown zu besiegen. Aber gerade bei einem Rennen, wo 10 Leute mitfahren, ist sowas natürlich nicht ganz so einfach. Aber die Karre, die ist echt awesome, ey. Da gewinnen wir das Rennen hier ja ohne geringste Probleme. Zumindest sieht es bisher so aus. Wir müssen erstmal die erste Runde noch beenden und dann kommt noch die zweite. Und jetzt sind sie auch nochmal relativ nah an mir dran, zumindest mal einer. So früh wollen sie sich dann die Niederlage doch nicht geben, hier unsere Gegner. Aber gut, es ist natürlich auch ein leichtes Rennen. Die sind ja dann auch dementsprechend immer leicht. Auch wenn die mittleren dann schon gleich viel schwerer sind, meistens. So, dann schauen wir mal. Ob wir das hier... Oh, da ging es ja doch durch. Ich dachte jetzt, nicht durch das Teil fahren. Das war eng und da sind sie wieder alle mal vorbeigezogen. Mit 4 Mann. Aber gut, die können wir wieder schlagen. Die können wir wieder einholen. Den erstmal hier aus dem Weg rammen. Mit einem Takedown. Der eine hat sich gerade selbst gekillt. Ah ne, der ist schon wieder dran an den anderen. Jetzt hat... Ah ne, das ist doch noch geschafft, hier irgendwie durchzukommen. Jetzt sind wir erstmal Zweiter. Und ich gucke, dass ich mich hier durchkämpfe. Also echt ein Takedown-Auto hier. Ein richtiges Takedown-Auto. So viele Takedowns hatte ich, glaube ich, noch nie in einem Match gemacht. Dann schauen wir mal, ob wir das Rennen jetzt auch als Sieger über die Ziellinie bringen. Das wäre auf jeden Fall mal eine geile Sache. Und da ist das Ziel und damit haben wir es auch geschafft. Und den Nitro-Brenner für den Namen vergessen, für die Karre hier freigeschaltet. Und die Geländereifen, aber die brauchen wir nicht. Die Karre ist awesome, die gefällt mir. Überspringen und anwenden. Jawohl, so sieht's aus. Und jetzt entkommen wir noch der Polizei. Nein, es gab gar keine Polizei. Das heißt, wir entkommen hier niemanden, sondern machen eine üble Vollbremsung. Mitten auf der Straße. Und dann war's das auch erstmal wieder mit Let's Play Need for Speed Most Wanted, meine Damen und Herren. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich wirklich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal und tschüss.